Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3. Beim letzten Mal haben wir das Schloss von Lothric erreicht, mehr oder minder zumindest. Ich meine, sagen wir mal so, wir stehen vor der Tür und kommen nicht rein sozusagen. Ja, ich glaube, das trifft es noch ganz gut. Du kommst hier nicht hoch, oder? Nein, aber du kannst halt auf Drachen machen. Ja, gut. Also ist. Wo kommst du her? Das habe ich mich vorhin schon gefragt, wo der herkam, aber naja. Eigentlich ist es wurscht, aber ich. Manchmal. Aber nur manchmal. Haben Gegner ein kleines bisschen Hauer gern. Nein, manchmal frage ich mich einfach nur tatsächlich. Sehe ich einfach nur nicht, wie die Gegner spawnen? Oder, also was heißt spawnen, aber... Sehe ich die einfach im Vorbeilaufen nicht? Oder bin ich tatsächlich... Oh, das war dämlich. Schön, dass mein Satz aufhören sollte mit... Oder bin ich einfach nur dämlich? Danke, Spiel, für die Antwort. Muss man ja mal so gesagt haben. Dieser Silberring beschreibt eine Schlange. Tja, hätte auch ein Carpador sein können. Anyway. Ich weiß momentan nur nicht, ob es an meinem Aufnahmeding liegt oder an dem Spiel oder an der PlayStation, weil die keinen Bock mehr hat, weil es warm in dem Zimmer hier ist. Aber dieses Laggen stört mich irgendwie schon so ein bisschen so. Ich bin hier. Okay. Ich laufe jetzt sogar zurück. Wo kommt dieser Gegner her? Ja, dich kenne ich. Vielleicht gehst du jetzt auch noch unten spazieren. Ja, tust du sogar. Wo kommst du her? Du bist einfach da! Ich versteh's nicht. Er ist einfach da. Dass ich rückwärts trinken kann. Ne, also... So manchmal so dieses Gegner erscheinen, würde mich schon interessieren, wie die das manchmal machen. Auf einmal ist er da. Einfach so. Er entscheidet sich zu existieren. Ich bin, glaube ich, beim letzten Mal hier nicht lang gegangen. Kann das sein? Ja, doch, doch bin ich eigentlich, ne? Ich war der Meinung, hier gibt es nämlich irgendwie eine Leiter oder so einen Mist, aber irgendwie ja dann doch nicht. Hm. Weil nach wie vor bin ich am Überlegen, wie man da überhaupt hochkam. Scheinbar muss ich hier links? Nee, ich kann ja auch nicht mehr sein. Ich meine, jetzt stehe ich hier und lass mich hier verbrennen. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich an diesen Drachen rankam. Ah, jetzt muss ich mein Hirn anstrengen. Ach, leck mich doch. Es ist viel zu spät. Es ist 10 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Oh Mann. Jedenfalls habe ich da jetzt keinen Weg gesehen. Ich glaube, es liegt einfach nur an den Drachen direkt hier, weil sonst würde das ja funktionieren. Ich meine, jetzt bin ich auf der anderen Seite hier. Yay. Oder so, ne? Naja. Ich meine, untoten Knochensplitter auf jeden Fall wieder mal gut. Warum hier so eine komische Einbuchtung ist, weiß ich auch nicht. Aber schlussendlich stehe ich dann hier und komme von hier aus nicht weiter. Habe ich da wieder irgendwas übersehen? Ich kenne mich ja, ich sehe manchmal auch gerne, wie man immer so schön sagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier, irgendwas übersehen? Nein. Zumindest nicht, dass ich sehen würde, dass ich was übersehen habe.
Ach, ist das wieder Mist. So ein Mist. Ja, ja, die anderen kommen jetzt hinterher und das ist mir ziemlich egal. Ich bin gerade richtig lustig überfragt, wo ich eigentlich hin soll. Es ist halt dieses, ich wusste es irgendwann mal, aber jetzt nicht. Nee, 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 nee. Danke. Danke. Aber nein, danke. Hab schon gegessen, bin nichts von dir, bin dann mal wieder weg. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ist das noch schon? Nee. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt eine Schatztruhe gesehen haben will, aber. Hey. Au. Halten wir fest, diese Typen sind schneller als ich. Definitiv schneller als ich. Nicht sonderlich viel stärker als ich, aber schneller als ich. Und das ist auch schon mal was. Na, stehen mir diese Messer, ne? Ja. Ja. So, wenn ich jetzt bitte diesen Weg finden könnte. Ich bin ehrlich, das irritiert mich gerade, weil ich eigentlich den Weg mal gefunden habe früher. Aber jetzt gerade stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Und das seit 6 Minuten. Yay. Ich meine, das hier war richtig. Wo dieser Gegner herkommt, weiß ich immer noch nicht, aber ich lasse das mal so stehen. Die können sich erstmal austoben, das ist mir egal. So. Gibt der immer noch. Da haut man ihn, der lebt immer noch. Ah, Mann, oh Mann. Okay. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach nur irgendeinen Scheiß gerade übersehe, weil ich, was weiß ich, nicht richtig gucke oder so. Hier ist aber definitiv nichts. Wobei man sagen muss, ich könnte natürlich ihn jetzt die ganze Zeit von hier aus... Was ist das? Von hier aus angreifen. Aber das würde ewig dauern. Hilft mir auch nicht zu. Wirklich. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Yay. Puh. Na, war doch ein narrensicherer Plan, oder? Oder? Hä? Okay, ich gebe zu. Der Plan ist scheiße. Aber wir sind durchgekommen. Und das ist alles, was zählt. Denn nun können wir gehen und die Drachen karelen. Das reimt sich. Das reimt sich. Ah ja, wie man sieht, ist da drüben eine Leiter. Also man könnte auch andersrum hier hochgehen, aber es ist jetzt eigentlich zu spät. Jetzt bin ich schon hier. Ich wollte es nur nochmal anmerken, weil wie gesagt, jetzt stehe ich hier schon hier oben. Aber falls irgendwer auf einmal sagte, ja gut, komm, ich spiele Dark Souls 3, ich habe auch nochmal wieder Bock drauf. Und es dementsprechend jetzt tatsächlich nachspielt. Au. Au. Au.
Wollen wir doch mal hoffen, dass hier nicht direkt ein Boss kommt. Weil sonst habe ich voll das Problem. Und zwar das Problem, dass ich hier gerade alle meine ganzen wunderschönen Estus-Tränke wegballer wie, naja, so Traubensaft oder sowas. Also irgendwas relativ Billiges. So, damit öffnen wir da die Hauptpassage in das Schloss. Allerdings würde ich jetzt auch gerne diese blöden, ich meine lieben, sehr, sehr lieben Drachen eliminieren. Oder zumindest irgendwie lahmlegen. Aber dann wiederum, ein Drache ist nun mal kein, kein Katapult, so wie das eine da. Drachen sind mehr sowas wie lebende Wesen. Dinge, die mich umbringen wollen. Naja, ich will ja hier alles umbringen. Sagen wir mal ehrlich, das ist ja nichts Neues für uns. Hi. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Scheinbar muss ich sehr darauf achten, dass ich mich selber hier runter glitsche. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Ah, ich hab's kommen sehen. Aber ich muss das tun. Ich muss das einfach ausprobieren. Es war eine scheiß Entscheidung, aber... Kennt ihr das, wenn ihr sowas seht und euch denkt, ich muss das jetzt machen? Ja, das war so eine dieser Entscheidungen. Es war eine blöde Entscheidung, aber es war meine Entscheidung. Jetzt ist halt wieder diese Frage... Ich krieg ja hier schon Feuerschaden. Also ich muss eigentlich am besten tatsächlich hier rum. Muss dann oben da durch. Eigentlich können wir mittlerweile durch das Tor gehen, aber das lasse ich jetzt nicht so wirklich mehr auf mir sitzen. Ja, super Kombo. Leck mich doch. Weil jetzt ist es so langsam persönlich. Also hier rüber. Wieso habe ich eigentlich so lange gebraucht, dieses blöde Ding zu sehen? Diese Tür ist fast genau direkt da. Ach, man. Ja, ich wollte schon sagen, nicht loslassen. Ich darf es gerne danach loslassen, aber nicht vorher. Jetzt müssen wir kurz hier wieder die ganzen Gegner abfangen. So, ihr könnt auch optional gegen das Ding hier kämpfen. Also ich weiß nicht, ob es Lore dazu gibt. Ich will wirklich wissen, was das ist. Woher diese Dinger kommen. Ja. Ja, alles klar. Ich weiß allerdings nicht, wie man wirklich gegen diese Dinger kämpfen soll, weil irgendwie... Okay... Langsam wird's persönlich. Langsam wird's persönlich! Jobu! Gosh dang darn it! Gegen die Bagadibu. Gut, man soll gegen die kämpfen mit Feuer. Bläh. Ah.
Ja. Abgewonnen. Abgewonnen. Okay, halten wir fest, der Punkt ist eigentlich, werden diese Drachen kontrolliert von diesem Zeug und sind deswegen jetzt gerade lahmgelegt. Weil, gehen wir da jetzt hoch? Au. Ist dieses komische Ding immer noch aktiv? Und will uns umbringen. For fuck's sake, ey. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Und kriegen erstmal aufs Maul, weil das toll ist, weil ich das voll liebe. Also echt mal, manchmal. Ja, das war ein Schlag zu viel. Und das ist... So ganz langsam, denke ich mir so. Verdammt nochmal, ey. Das war eine verdammte Scheiße. Jedes Mal, wenn ich da stehe, kriege ich irgendwie einen Flakon vom Feuer in den Rachen geschoben. Ich habe keinen Bock mehr. Jetzt hat er mich angestoppt, ist aber egal. Yep. Und sobald dieses Ding tot ist, meine Herren, ich hätte nicht gedacht, dass das noch den ganzen Part übergehen würde, verschwindet auch der Drache. Und auf der anderen Seite wäre es genauso. Wo ich halt jetzt gerade nicht mal mehr weiß, wie man da hinkommt. Aber der Punkt ist, da drüben wird irgendwo auch ein Drache oder der Drache kontrolliert und... Tja. Schön, dass du da unten stehst und Bomben wirfst, aber irgendeiner hat ganz klar mich da oben die ganze Zeit mit Bomben malträtiert. Drecksack. Danke für die Bomben. Ich das hasse. Aber ja. Achso, da war ja auch noch was, ne? Jetzt bin ich gerade runtergeklettert, ne? Gerade runtergeklettert. Was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles für Glitzerdinger? Sir Artorias, komm zur Rettung. Da kann ich nicht einfach runterspringen, ne? Nö. Gut, dass wir hier schon alle niedlichen kleinen Kreaturen umgebracht haben. Sodass wir einfach hier langlaufen können. Ha. Ich sag mal, es hat sich gelohnt. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal mit mehr Fähigkeiten spielen und wenn ich dann das Wolfsschwert nehme, wuhu. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder zwei liebenswerte Herren auf dem Buckel. So wie den da. Dessen Schwert länger ist als meins. Kann ich ja voll nicht ausstehen, diesen Scheiß. Vor allen Dingen, dass der da... Dass er sich gerade selber geheilt hat, wollte ich sagen, aber dann fing er ja damit an, mich wieder weiter zu malträtieren. Also ja, ich liebe diesen Kerl. Okay, seien wir ehrlich. Du bist eine blöde Sackratte. Du bist so eine blöde Sackratte, dass du sogar drei Schläge überlebst. Also ehrlich, jetzt irgendwann reicht's mal. Der kann ja aufgepowert sein, wie er will, aber irgendwann... Reißt mir der Geduldsfaden und ich bring alles in seiner Nähe um. Da habt ihr, weiß ich nicht, deine Achillessehne durchgetrennt oder so. Ich hab den ja gerade mal da unten gekratzt. Mann. Noch ein bisschen Mann. Puh.
Liegt da irgendwas? Nein, dann kannst du mir auch gestohlen bleiben. Patrouillier da ruhig rum, wie du willst. Das ist mir ziemlich egal. Viel Spaß dabei. Wow. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, bis wir hier mal ankommen. Aber hat es. Hat es tatsächlich. Lässt sich von dieser Seite aus nicht öffnen. Ja, rein theoretisch könnte ich ja auch da einfach mal gegenhauen. Also wir sagen, ich könnte das Ding einschlagen, aber das mag das Spiel wohl nicht so besonders nicht. Wollte schon sagen, warum kann ich hier hoch? Also abgesehen dafür. Ja, ihr mich auch. Au. Er rennt mir schon hinterher. Jetzt kommen wir den ganzen Weg. Bitte, danke. Au. Achso, das ist die... Ich war mich schon am Wundern, was da auf ihm drauf weht im Endeffekt. Aber es ist der Schatten einer Flagge. Das macht Sinn. Aber es war äußerst merkwürdig anzusehen, muss ich sagen. Weil ich erst entziffern musste, was es ist. Nicht mal das Fenster kann ich einschlagen. Ich bin so ein kleiner Wicht. Ich darf nichts einschlagen. Aber ich will Sachen einschlagen. Ich darf nur nicht. Anyway. Hier halten wir einen schönen Ritterring. Die Kamera dreht sich teilweise aus Langeweile selber. Zumindest sah es gerade so aus, dass es ein bisschen komisch kam. Hallo, Ritterlein. Mach doch nicht so ein Schweinekram. Au. Ich habe Angst. Naja, nicht wirklich, aber... Er fuchtet schon bedrohlich mit seiner Waffe rum. Doch, ja. Ja, das mit dem bedrohlichen Rumfuchteln, das kann er. Mehr auch nicht. Hat man ja jetzt gesehen, aber trotzdem. Ah, am Altar des Sonnenlichts beten. Gelobt sei die Sonne. Ja, hier könnte man dann die Sonnenmedaillen abgeben, die, wovon wir gerade eine gefunden haben. Das ist auch kein Mimik. Aber eine Titanitschuppe. Puh. Damit steht uns jetzt auch dieser Weg offen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, hier wäre ein Boss, aber gegen den werden wir heute in diesem Video nicht mehr kämpfen. Das ist jetzt... Das wäre zu viel. Das sage ich aber auch nur, weil dieser Boss mich manchmal auch schon ziemlich schnell köpft. Und das muss ich mir jetzt gerade nicht geben, nachdem ich... Müffelig oder was ist das für ein Effekt gewesen? Achso, das ist Staub, den ich aufwirbel beim Laufen. Ich würde schon sagen, ein bisschen hier pupsen, ein bisschen da pupsen, überall ein bisschen pupsen. Merkwürdig, merkwürdig. Ich sollte aufhören, die Kamera zu bewegen. Mir wird dabei selber schlecht. Ja, und so kommen wir hier unten wieder raus. Das heißt, prinzipiell bei der Tänzerin und dann einfach den Weg hier rein und dann ist man wieder da. Und so werde ich es dann auch machen, um den Boss herauszufordern. Hui. Artorias fürchtet keine Stürze. Artorias fürchtet nur sich selbst. Bis zum nächsten Mal.